Die Weiterentwicklung des DC Extended Universe ist mit Man of Steel, Batman vs. Superman und dem Suicide Squad im vollen Gange. Und als nächstes dürfen wir uns auf den Wonder Woman Film und natürlich die Justice League freuen. Doch schon vor dem DCU gab es bereits reichlich DC-Comic-Verfilmungen, die wir teilweise als solche gar nicht wahrgenommen haben. Einige davon sollte man wohl auch besser vergessen, vor allem wenn es um schauspielernde Basketballprofis, vernarbte Westernhelden oder grausig schlechte Laternenschwinger in grünen, voll animierten Kostümen geht. Wir stürzen uns hier auf die richtig guten Filme, also lehnt euch zurück und genießt die Top 7 der besten DC-Filme. Beginnen wir diese Topliste gleich mit einem Film, bei dem man nicht unbedingt davon ausgeht, dass er auf einem Comic basiert. In A History of Violence dürfen wir mitraten, ob Tom Stall ein einfacher Familienmensch oder doch ein abgebrühter Killer ist. Die überwiegend ruhigen Szenen werden dank der Regie von David Cronenberg vor kurzen, aber krassen und keineswegs comichaften Gewaltspitzen unterbrochen, die einen erstmal geschockt zurücklassen. Die Intensität dieser Momente und die starken Darbietungen wirklich aller Charaktere um Viggo Mortensen und Ed Harris haben uns gepackt und deshalb eröffnet A History of Violence diese Top 7. Nach Batman und Robin hat keiner mehr mit einer Neuauflage des Fledermausmanns gerechnet. Doch Christopher Nolan brachte mit Batman Begins eine Origin-Story des Dunklen Rächers auf die Leinwand, die wesentlich geerdeter ist und somit auch mehr Realismus in diese ikonische Comicfigur brachte. Dabei war die Story an sich als auch die bekannten Figuren derart überzeugend, dass die Comic-Verfilmungsfälle hiermit wieder richtig ins Rollen kamen. Diese Neuorientierung weg von der überzogenen Darstellung durch Joel Schumacher hat uns überzeugt und damit kommt Batman Begins auf den 6. Platz. Where are you? Here. Vor fast 40 Jahren schuf Richard Donner für den wohl bekanntesten Superhelden den ersten großen Kinofilm und Christopher Reeve ist seither für jeden die Inkarnation des Kryptonias in der rot-blauen Unterwäsche. Egal ob als leicht trotteliger Clark Kent oder als lebensrettender Kal-El, Reeves Darstellung des fliegenden Helden wird auch heute noch von vielen gern gesehen und darf auch neben dem neuen Man of Steel weiter existieren. Für uns ist dieser Klassiker weiterhin sehenswert und erhält deshalb den 5. Platz in dieser Liste. Die laut Comicautor Alan Moore nicht verfilmbare komplexe Story der Watchmen hat dank Zack Snyder eine würdige Umsetzung für die Leinwand bekommen. Die düsteren, fantastischen und zum Teil kompromisslosen Figuren bekommen alle ausreichend Screentime, sodass die Handlungsstränge und Beweggründe immer nachvollziehbar sind. Die quasi 1:1-Verfilmung des Comics ist sowohl bildgewaltig als auch brutal und trotzdem verfällt der Film trotz blauem, gottgleichen Nackedei nicht ins trashig alberne. Deshalb landet die Suche nach dem Killer des Comedian auf dem 4. Platz. Wer hätte eine bessere Welt um Batman erschaffen können als Tim Burton? Gerade im 2. Teil konnte er sich mit all seinen schrägen und leicht morbiden Ideen richtig gut ausleben. Mit Danny DeVito als eklig creepigen Penguin und Michelle Pfeiffer als verführerisch gefährlicher Catwoman hat Batman würdige Gegner bekommen, die auch Spuren bei ihm hinterlassen haben. Der mit Abstand beste Teil der ersten 4 Batman-Filme ist auch heute noch ein Paradebeispiel für eine gute Comic-Verfilmung und deshalb schwingt sich Michael Keatons 2. Abenteuer als Batman auf unseren 3. Platz. Remember, remember the 5th of November. Und nochmal Alan Moore. Die visuelle Umsetzung des von den Wachowskis produzierten Films ist zwar nicht annähernd so bahnbrechend wie in die Matrix, aber mit V for Vendetta bringen sie einen maskierten Rächer dermaßen geschickt auf die Leinwand, dass inzwischen wirklich jeder etwas mit der Guy Fawkes-Maske anfangen kann. Mit Natalie Portman an seiner Seite kämpft und redet sich wie elegant und eloquent durch seine To-Do-Liste. Uns hat die verschachtelte Erzählweise und Optik des Films überzeugt, weshalb wir V for Vendetta in dieser Top 7 die Silbermedaille verleihen. Unter dieser Maske befindet sich mehr als nur Fleisch. Unter dieser Maske befindet sich eine Idee, Mr. Creedy. Und Ideen sind kugelsicher. Wirklich verwunderlich ist es nicht, dass der dunkle Ritter diese Liste anführt. Allerdings liegt dies nicht an der tief brummenden Darbietung Bales oder gar an dem verschenkten Einsatz von Two-Face. Eindeutig gehen die Lorbeeren an Heath Ledgers Interpretation des Jokers. In sämtlichen Szenen, in denen er vorkommt, steht Ledger gegen die Show und trotzdem weiß auch der Rest des Films einzupacken. Dank dieser einmaligen Performance schaffte The Dark Knight auf den 1. Platz der Top 7 der besten Filme von DC. Why do you wanna kill me? Kill you? Was ist euer Liebling der DC-Comic-Verfilmung und wie hätte eure Top 7 ausgesehen? Sagt es uns in den Kommentaren.